time. Game off the countdown clocks tonight. Go, we need some, no, we need some match shot. True survivor. Welcome back to JoJo's Bizarre Adventure. I have problems with my ears because every time I collapse a lot. Fuck it. Hi. I have my exams starting next week, so I've studied since 11 and now it's okay, I have no working clocks here. It's 17. Okay, it's 17:40. Apparently I have some ghosts in my house because I heard some random noises. I don't know, whatever. Yeah, I've studied for like 6 hours and I'm brain fucked and I just want to watch some JoJo, okay. Let's go. Oh fuck, I forgot to eat. Fuck. Noch ein Stück, noch ein Stück. Reicht das? Go green. Okay, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. I heard there are no spoilers in the opening from my friends. I didn't upload the last episodes because I had no time. But yeah, my friends told me there is no spoilers, so I hope there is no spoilers. Let's go! Let's go! Season 2! What the fuck, Alter? It's about time! It's about time, yo! It's about time! New opening, okay. Chiritaria. What the fuck? Das sind die Lyrics, ich kann mitsingen. Opening 1 bis 3 waren ja alle super badass. Das erinnert ein bisschen an Opening 1. Not bad, not bad. Platinum, stop, Platinum. Oh shit, war es Dio? Oder, war das Dio? Oder? Lackierando. Okay, not bad. Iggy is the fool and bla bla. Part 1. Alter, schon wieder Part 2 Folgen. Gibt es immer zwei Teile Folgen? Oh, das Flugzeugding. Das Opening war not bad. Ich würde zwar sagen, alle drei Openings bis jetzt waren besser, aber vielleicht ändert sich ja meine Meinung. Weil je länger man ein Lied hört, desto länger, desto mehr mag man es so. Speedwagon Foundation. So, if you know what I mean. Manche Openings mag man von Anfang an nicht, aber dann, je mehr man sie hört, desto geiler findet man die. The crew understand Jesus. Da war ein Monster oder so in der letzten Folge. Da war ein Hund, eine Katze, irgend so ein Tier. Backup. What the fuck?
He's a stealth user. What? Zafur. Zafuro Zero. I'm pretty stupid. What? You would lose to him. What? Zafuro? Speedwagon Foundation, yo. Huh? Huh? Never forget Speedwagon, yo. Which one of you is the stand user? Yeah, what the fuck? Hey, die haben ja aber niemanden dabei. Wurde der gekidnappt oder so? Müssen wir den Backseat? Das Monster? Ist empty. He's there. Hä, das war doch so eine Katze oder so ein Hund oder so. Das hatte so eine Schnauze, das hat man gesehen am Ende. Die Subtitles fehlen. Personality Issues. Ein Hund! What the fuck? A dog! What the fuck? Iggy! Zafuru! What the fuck? Zafuru! Yeah, orangutan, aber... Kann ein Hund ein Nakama sein? I can't cut. Kann ein Hund ein Nakama sein? Of sand. The simple ones are strong. Of sand. Dann ist es ja voll OP in der Wüste. Oder? Dann muss es ja in der Wüste voll OP sein. Zafuru. What the fuck? Dun, dun, dun. Coffee flavor chewing gum. What the fuck? Das ist unser neuer Nakama? Ein Hund? What the fuck? Ja, yeah, what the f... Jade, jade! You won't be a problem. A dog!
What? New camera. Oh shit. Das Ding ist, man kann mit dem Hund nicht reden oder so, keine Ahnung. Wie will er so ein Nakama sein? Aber eigentlich ist es schon cool. Ich meine, Chopper ist ja auch ein Nakama und Chopper ist ja auch ein Waschbär. She isn't doing well. What the fuck? Yeah, the building Dio was rumored to be hiding in. What the fuck? Nine others. There's a dead nine. So. War gerade ein bisschen zu dumm, das Ding zu verschieben. Understand users. Ohne, ja, es muss neue Stands geben. Es, weil, I don't know. Das heißt, es muss neue Karten geben. Tarotkarten sind jetzt aus. Wir brauchen was Neues. Ich habe jetzt Sternzeichen vorgeschlagen, weil Sternzeichen. Ich bin so schlau, Alter. Lieb from Kairo. Aber was gibt's denn neuen Sachen? Was gibt's denn? Sternzeichen sind ja 12. Ja. 9. Nein, 9. Was gibt's denn für 9 Sachen? Weil die Tarotkarten sind zu Ende. Das wäre auch voll sinnlos, weil in den nächsten Seasons müssen ja auch wieder neue Sachen her. Das heißt, es war ja klar, dass irgendwas Neues kommen muss nach den Tarotkarten. Oh shit, Iggy. Iggy Puppe. Oh shit. Great dude. Hä? Oh, der ist blind. Yo, Fujitora, yo. Must be out of practice. Wewe frei, yo. Ich dachte, das heißt Naidu Wewe frei. Yo. What the fuck? Was macht der mit der Wewe frei? Zafure. Wie die zu dritt da hinten sitzen. Das fucking Dog. Was ist das für ein Nakama, yo? Oh. Oh shit. Oh shit.
Speedwagon, ja. What the fuck? What? What? Wieso sollte er das machen? What the fuck? Warte. Miese da. He drowned right in the middle of the desert. What the fuck? Das heißt, der Stand-User kann Wasser kontrollieren. Fucking Wasser. Water. Der hat Angst vor Wasser. What the fuck? What the fuck? The water's gonna kill me. Ja. Er kann es von so weit weg kontrollieren. Attack the canteen. Da läuft immer noch Blut raus. What the fuck? Aber der kann ja Wasser absorbieren anscheinend. Er hat das Blut absorbiert. Das heißt, er kann ja Emerald Splash auch absorbieren. Fuck. Fuck. Run. 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 No fucking way. What the fuck? Hat er ihn get. Hat er ihn get. Ist Kakyoin blind? Jetzt hat er ganz seine Augen ausgestochen. Holy shit! Alter, er geht für die Augen. What's going on? Oh, weil er blind ist. Er hat den Sound, er geht nach dem, was er hört. Weil er blind ist, nach dem, was er hört. Okay. Okay. What the fuck, das ist ein krasser Stand. Alle Stands sind krass, aber what? Ai, ai.
Wo ist Iggy eigentlich? Iggy kann doch den Sand kontrollieren. Oh mein Gott. Iggy kann doch Sand kontrollieren. Wo ist Iggy? Oh, mit Papa. Wo ist Iggy? Holy shit. Dude. Kakyoin, yo, what the fuck? Der scheiß Hund schläft. Are you fucking kidding me? Steh auf, du fuck. Entschuldigung. Der scheiß Hund schläft einfach. Der kann Sand kontrollieren. Der kann uns jetzt voll helfen. Wow. It's the dog. Alter Scheiße, Hunde sterben immer in Jojo. Hunde sterben immer in Jojo. Der wird jetzt sterben. Er liegt nur da, what the fuck? Der Hund stirbt, der pennt eiskalt. Der Hund wird sterben. Bakaine, Akaine, Bakaine. Nicht witzig. Oder tut der Hund nur so? To be continued. Fuck you, Alter, was ist das für ein dummer Hund, Alter? Bakaino! Was ist das für ein Ending? Rakirando. Was ist das für ein Ending? Sollte ich das anschauen? Das ist ja übelst gechillt, das Ending. Was ist denn ein gechilltes Ending, Alter? Zafure. Ciao, ciao. Was war das? Da war irgend so ein Foto. Ah, das Foto. Das ist ein cooles Foto. Next Episode. Wollen wir nicht sehen. Let's go.
Zafuru. The motherfucking Furu. Oh, ich hätte vielleicht runterzählen sollen. Ich bin so dumm. Fuck, ich hab nie runtergezählt bei den Aufnahmen. Scheiße. 22, 23, 24, 25, 26, 27, okay. Weil ich bin ja gerade nicht am PC, deswegen muss ich das extra synchronisieren. Deswegen muss ich immer die Aufnahmen gleichzeitig so. Wisst ihr? Nein? Egal. Abdur. Was macht er da? Four steps, five steps. Someone tiptoeing. Zavardo. Zafura. Okay. Opening. What the fuck? What the fuck? Nein, ich muss das Opening wieder anhören. Ich muss mich dran gewöhnen. Ich muss mich dran gewöhnen. This opening is not bad. This opening is not bad. Oh, der Hund ist ja auch im Opening. Iggy. Iggy ist ja im Opening. Da. Also ist Iggy jetzt offiziell so ein Nakama. Oder, 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 oder. Das Opening ist not bad. Aber mir wurde gesagt, das ist das geilste Opening der Welt. Mir wurde von ein paar Leuten gesagt, das ist das geilste Opening der Welt. Finde ich bis jetzt nicht, ehrlich gesagt. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Why did you only take five steps? Let's go up to the O! Was ist das Wetter? What? What? What the fuck, yo? Der killt uns alle. What the fuck, Iggy? Totoro hat einen Plan. Totoro hat einen Plan. What the fuck? Totoro, what the fuck? Jotaro hat einen Plan, safe!
Iggy, du mach doch was, du kannst Sand kontrollieren, du dummer Huren. Er nimmt den Hund mit. Würde ich auch. Der Hund kann fucking Sand kontrollieren. Zwing ihn. Was ist das? Zwing ihn. Zwing ihn zu kämpfen, den scheiß Hund. Yare yare, fucking Dog. Yare, fuck you, Dog. Igil. Schau, Iggy Stand ist perfekt. Iggy, du kleiner Hurensohn, was machst du, Mann? Iggy kann einfach fliegen. Der Stand ist wirklich powerful. Der Stand ist powerful as fuck. Wo ist eigentlich mein Wasser? Wo ist mein Miso? Ah, oh, fucking Kühlschrank. Fuck, ich hab mein Miso im Kühlschrank vergessen. Paper Airplane. Holy shit. Wieder im Furz, Alter. We're kicking off the ground. Was, wenn er genau dann seinen Fuß schlitzt oder so? Oder? Made pretty far. Der Hund war das wahrscheinlich. Der Hund wird es wahrscheinlich voll Angst vor Jotaro haben. Immer wenn er auf ihn zukommt. Okay, Mann. What the fuck, Mann? Abdul, bitte nicht verbluten, Kaki und bitte nicht blind werden. What the fuck? Alter, was ist das für ein krasses Stand? Wasser. Einfach, er kann einfach Wasser kontrollieren. Genauso wie Iggy einfach Sand kontrollieren kann. Die neuen Stands sind ja alle richtig crazy. Jürgen Kakumeter. Wow. Fuck. Fuck. Der Kerl ist schlau. Der Kerl ist richtig schlau. Das ist ein richtig krasser Enemy. Jota. Yo. Yo, das ist ein richtig krasser Charakter. Standmaster Ndul. Ndul, what the fuck, yo? Good job. Ich mag den. Shoot. Alter, warte mal. Iggy kann Sand kontrollieren. Ich check das immer noch nicht. Iggy weiß, wo der Typ ist. Kann er ihn nicht einfach. Kann er ihn nicht einfach. Mit seinem Sand töten. Die Subtitles verschwinden, by the way, auch mal ab und zu.
Einfach sind, manchmal sind einfach keine Subtitles da. Also in Season 1 ist es jetzt nicht so oft passiert. Aber jetzt ist es in den letzten zwei Folgen schon einige Mal passiert. What the fuck? Iggy, what the fuck? Yare yare, you fucking dog. Let's go. Oh. Holy shit. Hinter ihm. Let's go. Let's go. Oh, der Schatten? I see. No, you don't. Iggy, what the fuck? Return home. Holy shit. Sobald der schwarze Stab auf dem Boden liegt, geht's los wahrscheinlich. Dann rasten die richtig aus. Iggy ist voll traumatisiert, what the fuck? Ja, yeah, go! Heute noch! Let's go. Let's go. Let's go. Iggy hat voll Angst. Iggy hat richtig Angst vor Jojo, yo. Even the ocean couldn't make. I held back. What? Stimmt, Jotaros Mutter ist zum ersten Mal. What the fuck? What the fuck? Okay, wir steigen und das. Deswegen killen die sich. What? Holy shit. Ja. There was a child. What?
What the fuck? Enya im Hintergrund. Dude. Charles Origin. Mein Egyptian Gods. What? God of the Earth. What? Slifer? Obelisk der Peiniger? Ra? All I can tell you. Das ist schon wieder dieser Rauch da, der aus den toten Leuten kommt. Das war in Season 1 auch immer. Wieso? Wieso kommt da so Rauch raus? Ndulio. Ndulio. Krasser Dude. Krasser Dude. Capable of making a friend. Wow. Der Hund hat richtig Angst vor ihm. Jahre, Jahre, you fucking dog. Und nimm's einfach mit. Oder Iggy. Oder. Hat. Ja, das. What the fuck? Okay, es gab kein To Be Continued, das heißt, nach den Endings gibt es noch eine Szene. So, Endings-Foto, okay. What the fuck? Wer ist das? Oh, could that be a comic book by any chance? What the fuck? Hä, wieso sind Ägypter keine Menschen? Alter, voll der Manga-Freak. Oingo Boingo Brothers. What? Oingo Boingo Brothers. I like little girls, yeah. Make me feel so good. Geil. Little Two Cross Brothers. Boingo! Keine Scheiße, you couldn't do anything without us. Boingo. That's a loner. The poor Boingo was gone, Boingo met a traveler who was really nice to him. Huh? How is er? Traveler gave him snacks and let him to. So much fun. Oh, it's certainly. However, after the kind traveler left. He impaled himself on an electrical pole and died. What? Sagt nicht, der kann die Zukunft voraussagen. What a strange comic.
Alter, das ist so Mirai Nikki. Das ist Mirai Nikki. What? What the fuck? Treat der Wounded. There's nothing you can do. What? Get the fuck out! What the fuck? Genau die Uhrzeit! Yo! Das ist so Mirai Nikki! Ich will das eigentlich sehen! Ich will das eigentlich jetzt sofort sehen! Oingo Boingo Brothers. Oh, I like little girls, they make me feel so good. I like little girls, they. Holy shit, okay. Episode. I don't know. Episode 25? I don't know, okay. Crazy. Crazy first two episodes of this new season. I really liked the enemy. That's what I'm just gonna say. Ndul? I don't know. I think he's one of the best enemies so far, if not the best. I really like the like enemy in duel. I really loved him. I really loved his background, and he was blind, so he attacked like from sound. It was really cool. I don't know, and he can control water. His stand was badass, and he reminded me of that girl from Avatar. I don't know if you know Avatar. Probably if you are not from Germany, you know it. I don't know. Avatar, The Last Airbender. I guess it was more popular in America, I guess, because in Germany, like no one of my friends ever watched that, and I've watched a few episodes, but I know there was a girl with like who could control Earth, and she was blind too, so she had to attack with sound. I don't know. I've never watched that much episodes, just a few. I know there was a Todoroki, a badass character. He was a prince or something, I don't know. And he was badass. Todoroki. Like, I don't know his name. But yeah, he reminded me of that blind girl, and I don't know, I really love his character. Ndul. I can't pronounce his name because I'm stupid as fuck, but I really love Ndul. Iggy, on the other hand, is. I don't know if I like him or if I hate him. I hated him at the beginning. No, at first I was like, okay, a dog. How could a dog be a nakama? I don't know. He can't even talk. He can't. What the fuck? And he didn't wanted to fight. Like he was just sleeping. And then I hated him because he didn't help. Of the thing is, okay, his stand is to control sand. So he must be in an advantage in the desert, right? Okay, maybe his stand is not powerful if he is in New York or something, but now he must be OP as fuck, so why didn't he help us? I don't know, but I really hated him when he did not help us and just wanted to sleep. But it was so funny when Jotaro, yare yare, you fucking dog! I don't know. I think it's gonna be really funny to have a dog as an Akuma, but I don't know, because I don't like him that much. Like, the first two episodes. I don't know. I don't know what I should like feel, if you can understand. If not, I don't know. Then the next thing is the new stance, Egyptian god cards. What the fuck, Egyptian gods? Like Obelisk the Tormentor. I don't know the English names. I know the German names from the Yu-Gi-Oh cards.
Slifer the Sky Dragon, Obelisk the Tormentor and the Winged Dragon Ra, I guess. I don't know. Holy shit. Egyptian God cards. It made sense. Like I was saying from the beginning, there are only 20, 30 tarot cards. So we had to get something new because there are 8 parts of JoJo, I don't know. Like we have to get something new, and I guess maybe, I don't know, something like zodiac signs. Maybe in future parts there will be stands based on zodiac signs. That's what got to my head first. I don't know, Western zodiac or Chinese zodiac, I don't know. But no, it's Egyptian God cards. Really cool. I'm really like... I think it's really cool that stands are based on concept like tarot or gods or I don't know. It's really cool. Yeah, that's the episode. Kakyoin, is Kakyoin blind now? Kakyoin was blinded from the water guy. I don't know. And Oingo Boingo Brothers. I don't know if you know that song. I like little girls, they make me feel so good. Pedo Bear song. It's from a band called Oingo Boingo. Don't ask me why I know it. I'm not a pedophile. But Oingo Boingo Brothers. It's cool, and I don't get that stand. So if you touch that book, you die? Or the book is like Mirai Nikki, where it says... It's kind of like Mirai Nikki and a Death Note. So you if you are in the book, you die, and if you touch the book, you die, or does it just say your future? So maybe you won't die. Maybe this guy was gonna die anyway. So the book just tells you when you gonna die, and it was like exact the same time. I don't know. Crazy stand. What the fuck? I think I want to watch the next episode. I don't have time, but I don't care. I'm gonna watch the next episode.